Lieben und willkommen zum letzten Workout unserer Bootcamp-Reihe hier aus Bali. Und wir machen es wieder so, es ist wieder eine Rep-Challenge. Also wir machen 4 verschiedene Übungen mit euch. Jede Übung die erste Runde 20 Mal durch. Und bei der zweiten Runde 15 und bei der letzten 10. Und wir haben gedacht, heute konzentrieren wir uns ein bisschen mehr auf die Beine, weil das letzte Workout vom Bootcamp war ja sehr, sehr krass. Oberkörper, wir haben noch richtig Schmerzen, Schulter, Brust. Okay, wir fangen gleich an. Erste Übung sind Get-Ups. Okay, 20 Get-Ups. Das heißt, wir gehen runter, rollen zurück und hoch und in den Jump. Und dabei könnt ihr entweder Hände mitnehmen, das hilft beim Stützen. 2 oder wie Daniel es macht, ist die schwere Variante, also ohne Hände. 3. 4. Schön groß machen am Schluss. 10. geschafft und natürlich jetzt gleich nochmal 10. Gucken, dass ihr nicht zu viel Schwung mitnehmt, sonst macht ihr natürlich so eine Rolle rückwärts. Alles weh. Mir auch. Vom letzten Training. 8. Und kontrolliert Rücken nach oben, Po anspannen. Runter. 9. Und 10. Kurz ausruhen. Daniel zieht durch. Nee. 1. Wieder hoch. 3. Schön kontrolliert. Rücken nach oben. Wieder runter. 4. Ellbogen geht nach hinten, nicht rechter Winkel zur Seite. Also leicht nach hinten gebeugt. 5. Noch 5. Dann haben wir es geschafft. 6. Wichtig, wenn ihr euch hochdrückt bei den Supermans, Kopf nach unten.
Wie viel haben wir jetzt? Acht. Acht. Neun. Zehn. Okay, wir gehen hoch. Wir stehen auf. Gleich hinterher wieder was für die Beine. Wir machen In-and-Out-Jumps. Wichtig dabei, Po geht nach hinten, die Knie nicht über die Zehenspitzen und jedes Mal will ich die Hände mit dem Boden verbunden sehen. Okay. Und immer zwei sind eins. Also ich zeige es euch. Also geht's so. Eins. Zwei. Drei. Breit. Vier. Fünf. Rücken gerade. Sechs. Sieben. Immer den Boden berühren. Acht. Neun. Und zehn. Einmal durchatmen. So, Hunger. Daniel hat immer Hunger. Haben wir uns auch gleich verdient, wenn das Workout vorbei ist. Okay, nochmal 10. 20 Crunches. Nicht irgendwelche, sondern in der Luft. Ja, der Luft. Ja. Also, Daniel, zeigt es mal vor. Also, ich mache Beine hoch oder überkreuzen. Arme an die Schläfe. Und richtig. Ganz wichtig, Arme an die Schläfe, nicht hinter den Kopf. Weil ihr zieht sonst mit den Händen genau. Den Kopf wenn der nach vorne. Geht, zieht das Becken auch ein bisschen nach hinten. Genau. Also, viele, die dann Schmerzen haben am Rücken oder so, ihr zieht zu sehr am Kopf. Ihr solltet runterrücken, also auf den Boden wirklich, Schulter vom Boden und wieder langsam hochlassen. Und 20. Und wenn es zu schwer ist, können wir die Arme nach vorne nehmen. Genau, also das hilft, dass man das nicht mit dem Kopf so macht, mit dem Ziehen. Wo sind wir jetzt gerade? 16. So, so weit bin ich noch. Ich glaube, bin bei 10. Schön kontrolliert, keine Geschwindigkeit hier. Ich habe jetzt schon Angst vor den Get-Ups. Okay, 20. Wir stehen wieder auf. Hardcore, wir machen gleich weiter. Let's go. 15 Stück. Daniel fängt im Lied an. Also. Eins. Schön groß machen. Guckt auf den Boden, nicht zu mir. Vier. Fünf.
6, 7, 8. Und schön auf den Knien, wenn es nicht mal schafft. 9, 10, noch 5. Go! 1, 3, 15 In-and-Out-Jumps. Wir probieren es mal am Stück. Okay. Let's go. Geschafft und noch 5. Schön den Bauch fühlen und letzter. Langsam runter. Puh. Hier stehen wir auf. Wir starten von unten. Letzte Runde. Wir ziehen das jetzt ohne Pause durch. 10 Stück. Go. Viel Schwung nehmen. Nochmal 5. Schön nehmen die Brust in die Hand und hochdrücken. Ellbogen leicht nach hinten. Noch 2. Letzter. Noch 5. Keine
beenden das jetzt. 10 noch hinterher, Crunches. 10 Crunches, go. Schön langsam, keine Geschwindigkeit. Schon heftig. Das war hart. Gut, wir haben auch 120 Grad, aber dennoch, auch bei euch ist es hart. Bei euch ist es auch kalt. Also, ich hoffe, ihr habt mitgemacht. Hier ging es nicht immer um Geschwindigkeit, wie ihr merkt. Wir haben keine Zeit an. Es geht darum, zu spüren, euch an die Limits zu treiben. Manchmal braucht es Geschwindigkeit, manchmal nicht. Macht immer mit. Da macht es am meisten Spaß. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.